Ja, zwei Hunde gekillt und halb tot. Das ist natürlich wieder genial. So, ich glaube, jetzt weiterhin versuche ich es jetzt mit der Schrotflinte. Ah, was ist das hier bloß für ein Krampf, ne? Dass der auch da hinten in seiner blöden Ecke rumsteht. Man kann ihn nicht wirklich anvisieren, weil der gleich seinen dusseligen Hund da belebt. So. So. Weiter. Na gut. Ja! Geschafft! Ja, so soll's laufen. Das war jetzt der nächste Versuch, Leute. Ganz ehrlich. So, wenn der Hund jetzt gleich noch wiederkommt, dann machen wir ihn gleich platt. Aber, oh, geil. Da war eine Nachricht. Ich habe die Nachricht gesagt. Stretches into the physical realm, the manifestation of actual beings to do his biddings. Schön. Aber es hat mir ehrlich gesagt nichts gebracht, dass ich den jetzt umgebracht habe, den Kerl, oder? Sehe ich das richtig? Ich krieg da gar nichts für. Na, er ist tot. Ich hoffe auch mal, dass er tot bleibt. Halt! Das ist ja wieder so ein Zaun, der unter Strom steht. Ja, okay. Wir haben Ruhe. Das ist doch schon mal etwas. Bin begeistert. Wow. Da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass das so schnell funktioniert. So, was können wir denn hier vielleicht noch machen? Was war hier mit? Der ließ sich nicht drehen, ne? Frozen, ja. Haben wir denn irgendwas, was wir benutzen können? Wir haben doch kaum etwas. Eine Karte, wir haben... Was war denn das für... Ach, das war der Metal Gate Key, ja. Der lässt sich aber auch für nichts anderes verwenden, ne? Ich kann auch so, ich kann mal eben gucken. Das ist einfach nur ein Metallschlüssel. So, einfach nur Metallschlüssel. Und die Karte, das haben wir auch benutzt. Ja, ja. Da brauche ich entweder Hilfe oder vielleicht irgendwie, weiß nicht, Metallstange oder sowas in der Richtung. Da oben sind wir ja gerade hergekommen. Dass er hier ranzoomt, das finde ich auch ein bisschen verdächtig. Ich bin gerade etwas entgeistert, dass ich ihn so schnell gekillt habe. Ne, hier sind wir rausgekommen. Da liegen ja noch die toten Hunde. Wie war das denn da oben? Zu? Ach, da war ich ja schon, richtig. Door won't open. Aber irgendwo müssen wir ja noch weiter können. Da habe ich irgendwo eine Tür übersehen, höchstwahrscheinlich. Vielleicht ist ja doch was in diesem Lagerraum hier. Ich habe das nicht richtig gesehen. Also irgendwas brauchen wir doch. Oder? Du solltest eigentlich in die Tür reingehen. Da hatte ich jedenfalls zu gedacht. Da ist nichts, ne? So. Nö, schon. Diese Kiste hier bringt uns auch nichts hier vorne. Aber ist schon merkwürdig, ne? Das, warum konnte man den Raum öffnen? Ja. Vielleicht von dieser Seite noch. Und die Leiche hat auch nichts für uns, ne? Aber immerhin bleibt er tot, wie es aussieht. Also wir brauchen jetzt nicht damit rechnen, dass er wieder aufsteht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Da können wir nicht hinter. Weil wir könnten natürlich auch wieder rausgehen. Fällt mir gerade ein. Durch den Haupteingang. Bin mir nicht sicher, ob da vielleicht auch noch ein, zwei Türen waren. Was ist denn mit dieser Tür gewesen? Ist offen? Das überlege ich gerade. War die vorhin zu? Die war doch vorhin versperrt, ne? Bin gerade überfragt. Hier waren wir definitiv noch nicht. Okay. Vielleicht hätte ich speichern sollen. Moment, Leute. Tut mir leid, das ist jetzt wirklich, ich weiß, aber ganz ehrlich, ich habe den jetzt gerade so ideal gekillt, den Boss. Das ist eine Abspeicherung wert, finde ich, also. Na, das wird, glaube ich, nicht noch einmal so gut gelingen. Von daher sehe ich mich einfach gezwungen, eine Abspeicherung vorzunehmen. Das könnte ich euch natürlich jetzt rausschneiden, aber nee, komm. Das machen wir nochmal eben zusammen und dann gucken wir uns den neuen Bereich da. Vielleicht, wer weiß, wäre ich jetzt drei Schritte weitergegangen, wäre vielleicht sogar ein Abspeicherungspunkt gekommen. Das kann ich mir auch noch vorstellen, aber... Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Und ich hoffe, das verübelt ihr mir nicht. Weil ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Es ist blind und... Mittlerweile weiß ich ja, dass es teilweise fies werden kann. Also, ich erinnere an diese... Stelle, wo diese Traumsequenz dadurch lebt haben, da kam ja auch nach und nach immer wieder was Neues, immer Schockmoment und hier und da konnte man auch, glaube ich, nur einmal zwischendurch abspeichern. Aber
Nichtsdestotrotz, das ist jetzt kein Negativkritikpunkt bei mir, das war einfach nur eine Feststellung. Das Spiel ist nach wie vor geil. Muss ich sagen. Na, ich war ja von Anfang an, war ich immer so ein Fan von Resident Evil. Und ich habe damals sogar den dritten Teil, Nemesis, habe ich als erstes kennengelernt von Resident Evil durch einen Bekannten. Der hatte mir irgendwann mal gesagt, komm, das wäre eigentlich was für dich, du magst doch so Zombies und so ein Kram. Guck dir doch mal Resident Evil an, das wäre, glaube ich, was für dich. Also er selbst hat er zwar mal gern zugesehen, sagt er, wenn sein Bruder das gezockt hat. Er selbst ist nicht so für diese Spiele. Muss man ja auch nicht sein. Er sagte nur, das wäre vielleicht was für mich. Und ich habe das mal da reingeschnuppert bei Resident Evil 3 Nemesis und ich war begeistert. Und habe dann daraufhin auch, glaube ich, dann Teil 1, glaube ich, erst dann geholt und dann Teil 2. Irgendwie so ganz komisch. Und ich war einfach fasziniert von der Atmosphäre und vor allem bei Resident Evil kam noch dazu, dass, ja, dieses Chaos-Feeling, sag ich mal. Die ganze Stadt verwüstet, überall liegt alles zerstreut rum und so, da Akten. Und da waren so viele kleine Details, an die man da gedacht hat. Das hat mich damals richtig fasziniert. Gerade bei Nemesis ist das ja so, dass da echt alles kreuz und quer rumliegt. Und dieses Feeling mochte ich einfach total gerne. Und ich finde, dass es, dieses Spiel hat wirklich, wirklich von der Atmosphäre her Ähnlichkeiten mit Resident Evil. Auch wenn das hier alles nicht... Ja doch, also auf jeden Fall von der Mystik her. Gut, Rätsel hatten wir jetzt noch nicht so viel, beziehungsweise wir haben ja, ab und zu mal müssen wir hier Items umdrehen und gucken, ja, ob sich da irgendwas dran verbirgt, ob wir da was dran erkennen können. Das gibt's ja bei Resident Evil auch hin und wieder. Aber so die richtige Rätselphase hatten wir hier noch nicht. Aber das kann ja eventuell noch kommen. Werden wir dann sehen. So. Okay, jetzt gehen wir raus und dann gehen wir in den neuen Bereich rein. Ich habe jetzt auch lang genug wieder zugetextet. Ne? Jetzt heißt es mal wieder ein bisschen Spielfortschritt. So, ihr bleibt alle tot, das ist sehr gut. Das freut mich ungemein. Und dann gehen wir jetzt hier hinein und wollen mal sehen, was uns in dieser kleinen Hütte hier erwartet. Ich gehe gleich mal kurz auf die Karte und guck mal, wie groß dieser Komplex ist, auf was wir uns hier einstellen müssen. Ich bin noch dabei, das so alles ein bisschen zu ordnen. Das ist ja nicht immer so meine Stärke. So, da sind wir jetzt drin. Okay, da haben wir auf jeden Fall einige Räume, die wir von hier aus betreten können. Ja, gut, wollen wir mal gucken. Hier geht's nicht weiter, ne? Nein. Also, upsala. Hier ist auf jeden Fall noch Strom. Krass. Das kann ich nicht weitergehen. Das ist sehr komisch. Ah! Alter! Ich bin gerade total erschrocken. So, warte mal. Mach ihn platt, komm. Na, also ich nutze das jetzt auch. Wenn ich sehe, da kommt ein Gegner, der ist unbewaffnet. Und es ist ein Einzelner. Warum sollen wir ihn dann nicht totkloppen? Munition sparend. So. Na, das meine ich. Hast du was für uns? Er hat nichts für uns. Jetzt können wir die Pistole ja gern wieder ausrüsten. Nachladen können wir auch mal. So, was haben wir denn hier alles jetzt Schönes? Viele, viele Apparaturen. Ah, da ist ein Monitor. Geh doch mal hinterm Stuhl weg, Mulder. Mich würde ja auch mal interessieren, ob Scully auch hier wieder auftaucht und ob wir jetzt hier ganz allein unterwegs sind. Das ist ein Fisch. Oder irgendwie so eine Art Hai, ne? Führen sie wieder Experimente durch, die kein Mensch interessiert. Okay, das scheint wieder... Oh Gott. Ich weiß ja nicht, da kommt bestimmt irgendwann noch wieder was raus. Wird gefährlich. Habt ihr es auch gehört? Diese Kameraperspektive. Ich will doch nur... Ey! Ich will doch nur... Dahin, genau. Meine Güte. Da ist aber nichts. Ich könnte die Treppe hochgehen, ich könnte die... Tür dafür suchen. Ich könnte die Tür versuchen. Versuchen wir es mal mit der Treppe. Oder kann ich da auch noch hinterher? Kann ich, aber das bringt mir nicht wirklich viel. Versuchen wir mal mit der Treppe. Da komme ich sogar so hoch, ohne dass ein neuer Bildschirm beladen wird. Das finde ich gut. Okay. Da liegt First Aid Kit. Ah, sehr schön. Das hat sich aber wieder gelohnt. Okay. Elegant.
Bleiben wir erstmal hier in dem Bereich, ne? Ich weiß auch nicht. Nee, wir versuchen es erstmal mit der Tür. Ich bin immer unentschlossen, ich weiß. Offen ist es schon mal. Da geht's nach draußen, ne? Geht's nach draußen? Ja, wahrscheinlich. Dann gehe ich gleich wieder rein. Hm. Wieso geht's? Aber da war doch gar nichts. Oder ich bin wieder überlegt. Nicht, dass gleich wieder so ein Avatar-Dings da kommt. Oh, das wäre jetzt ätzend. Es ist wieder ein ganz neuer Komplex. Ah, oh, das ist praktisch die andere Seite von dem Lieferwagen-Gedöns, ne? Ich weiß auch nicht, will ich mich hier umgucken? Oh, da liegt was. Das ist gut. Können wir direkt hier oben rein? Wenn hier jetzt wieder so ein Avatar-Typ auftaucht, dann lasse ich den leben, glaube ich. Hier war ich doch schon, ne? Ne, hier war ich noch nicht. Okay, und hier ist auch... Ach so, ach, ich bin auf der anderen Seite von diesem Stromzaun. Okay, okay. Alles klar. Na gut. Hier können wir erstmal nichts machen. Wahrscheinlich können wir das später als Abkürzung nutzen. Obwohl, so eine Riesenabkürzung ist das ja auch nicht, aber naja, egal. Jedenfalls haben wir Munition gefunden. Das ist doch gut. Okay. Ja, schön. Dann haben wir ja nur noch eine Richtung, in die wir gehen können, und das ist hier gegenüber. Ja, dann wollen wir mal, ne? Ich finde das immer ziemlich unheimlich, sowas, diese Tür. Das hat schon eine gewisse Wirkung. Ups! Kein Ton. Ich vermute mal, dass wir mit Scully telefonieren. Das ist echt eine Sache, die ist extrem ärgerlich. Das tut mir auch leid, aber... Was soll ich tun? Ja, ich vermute einfach mal ganz stark, dass er jetzt gerade mit Scully telefoniert und... Ja, das war's auch schon. Also, vielleicht sagt er uns unsere Notiz was. Was steht da? Returning expected to walk away at this point. She seemed... Was für ein Ding? Das ist auch ein bisschen schwer zu lesen, da kommt man mit. But there are too many answers left to find, ja. Ey, ich hab doch geschossen. Okay, jetzt machen wir das anders. Solange du nur einer bist, machen wir dich kalt. Mister. Ist nicht, mein Freund. Ist nicht. Das sieht irgendwie so niedlich aus. Nicht hauen, bitte nicht. Nun leg dich hin. Gleich steht er wieder. Na gut. Ja, danke, dass ich die Taschenlampe angucken darf. Okay, der ist ein bisschen stärker. Nun ist gut, mein Jung. Oh. Ist er wieder umgefallen. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt aber! Ich habe ihn umgebracht. Du warst aber ein hartnäckiger Bursche. Weiß ich auch nicht. Das... Ja. Der wollte sich nicht tot treten lassen. Das war das Problem. So, was haben wir denn hier in diesem Raum? Jede Menge Schreibtische und... Oh, da ist ein X. Ah, ja, okay, komm. Ich irgendwie wusste nicht, dass ich ja wieder mal abspeichern kann. Das ist der älteste, den nehmen wir mal eben. So. Dauert ja nicht 3 Stunden. So. Fertig. Danke. Ich möchte raus. So. Da ist eine weitere Tür. Da
Da ist auch eine weitere Tür. Sehen beide nicht sehr einladend aus. Die wird sich nicht öffnen lassen, das ist schon mal schön. Also nur ein Weg. Das ist schon mal etwas. So, und jetzt kommen wir wieder ins Freie wahrscheinlich. Ich denke mal. Ich denke, ja, er lädt schon so. Wir kommen wieder ins Freie, haben das nächste Areal. Und bitte ohne Avatar.